1967 war ich zu guter Letzt Stützpunktkommandant des Stützpunktes in Obergurgl. Ich war dafür aber nicht vorgesehen, sondern als Gruppenkommandant des dortigen Stützpunktes. Durch den Ausfall des eigentlichen Zugskommandanten musste der Nächste nachrücken und das war ich. Und dadurch wurde ich Stützpunktkommandant. Also ich war damals Zugführer mit U-Knopf, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wir wurden für diesen Einsatz bestens vorbereitet und bestens ausgebildet. Wir kommen aus der Südoststeiermark und das ist eine ebene, hügelige Gegend. Und Gebirge ist uns an und für sich fremd. Und wir haben im Alltag Gebirge nicht erlebt, in keiner Form. Unser damaliger Bataillonskommandant verlegte uns jedoch 14 Tage vor dem Einsatz auf die Sedalalpe, um uns an die Höhenluft zu gewöhnen. Und wir mussten dann dort im dortigen alpinen Gelände viele Marschübungen durchführen, wo wir dann lernten, wie man sich eigentlich im alpinen Gelände zu bewegen hat. Also ich habe an den Einsatz nur positive Erinnerungen. Es war vom ersten bis zum letzten Tag sehr interessant, meine Soldaten im Einsatz teilweise unter großen Entbehrungen zu erleben und viele wichtige Erfahrungswerte bekam ich durch die Zivilisten in Obergurgl, die ja gewohnt waren, sich in diesem Gelände zu bewegen, wie man sich dort bewegt. Zum Beispiel das mit den Steigeisen, zum Beispiel das mit den Gebirgsstöcken, zum Beispiel das, wie man sich am Gletscher verhält. Und das war für mich schon ein sehr wertvoller Impuls, der das ganze Leben mich hin verfolgte. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich bin heute schon lange in Pension und bin gerne im Gebirge unterwegs, wandere gerne am Berg und da kann ich all diese Erfahrungen immer wieder anwenden. Also Angst hatte niemand, aber Respekt möchte ich sagen. Also wir hatten schon Respekt, das war ja für uns alle der erste Einsatz überhaupt. Wir wussten ja nicht, was wirklich war. Wir sind ja schon informiert worden, aber wir kannten den großen Zusammenhang nicht und hatten dadurch vor diesem Einsatz Respekt und lehrten dann auch unter uns gegenseitig Respekt zu haben, weil wir dahinter kamen, dass gerade in solchen Situationen, wir waren ja 12 Wochen im Einsatz, wichtige menschliche Eigenschaften in den Vordergrund treten. Das heißt, die Eigenschaften des Charakters waren wichtiger als die des Geistes.